Guten Tag, hier ist Kino, Pantoffelkino TV. Jawohl. Mit unserem Bond-Special, wie schon angekündigt, auf YouTube. Ja, Mensch, sieht gut aus. Ja, ne? Ja. Tolles Ding, muss ich sagen. So, wir haben jetzt 23 Filme zu besprechen. Mhm. Das wird ganz schön Holz, aber wir machen es gerne. Ja, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, wir sind ja beide so große Fans. Mhm. Und wir uns glüht das Herz sozusagen. Unbedingt. Dass wir endlich mal James Bond-Filme besprechen können. Wir haben hier schon den ersten Film aufgebaut, wie Sie sehen. Mhm. Mit dem ging alles los, 1962. James Bond 007 jagt Dr. No. Ja, in der Rolle Sean Connery als völlig unbekannter Schauspieler. Ja. Ne, und mit dem war man am Anfang auch gar nicht so einverstanden. Ne, man hatte andere Darsteller. Ja, genau. Im Petto. Wie gesagt, also der David Niven zum Beispiel, das wäre lächerlich gewesen. Der ist zwar so ein Gentleman-Typ gewesen, aber das war kein nicht so. Kein Bond-Typ. Ian Fleming war mit Sean Connery nicht so einverstanden, hat ihn aber dann irgendwann persönlich kennengelernt und dann hat er doch gesagt, okay, der hat meinen Segen. Den nehmen wir. Weil Sean Connery hat natürlich auch diesen auffälligen schottischen Akzent. Ja, ja, der ist natürlich bekannt. Ne? Ja. Ja, James Bond 007 Jagd Dr. No. Worum geht es in diesem Film? Wie kann man das kurz zusammenfassen? Ja, es geht darum, ein Bösewicht gespielt von Dr. No, der sabotiert Raketenflüge von Amerika, sodass die ins Meer stürzen und sowas alles. Mhm. Und ja, der britische Geheimdienst wird dann darauf angesetzt. Und James Bond fährt nach Jamaika, weil da halt diese Störsignale vorkommen und sowas alles. Und ermittelt dann dagegen Dr. No. Genau, und Dr. No hat also eine Insel, von der aus er da sein Unwesen treibt. Mhm. Ja, der erste James-Bond-Film hat noch nicht alle Merkmale aus späteren Filmen. Es gibt noch keinen Q, zumindest nicht den bekannten Q. Nein. Es gibt einen Waffenmeister, der aber nicht namentlich genannt wird, glaube ich. Ne? Nee. Und es ist ein anderer Schauspieler, der spielt auch keine große Rolle in dem Film. Es gibt die James-Bond-Musik am Anfang natürlich, richtig. Aber das ist sozusagen gleich das Intro mit den Einblendungen, Titel und so weiter. Das ist auch noch anders. Ja, die James-Bond-Melodie ist natürlich weltberühmt geworden. Die ist komponiert von Monty Norman. Ja. Und in Dr. No kriegt er auch das erste Mal seine berühmte Walter PPK, genau. Die wir hier auch haben. Er möchte seine Beretta gern behalten. Genau, er möchte gerne seine Beretta halt behalten. Die hat aber wohl eine Ladehemmung gehabt und deswegen verlangt M, sein Chef, von ihm eine neue Waffe zu nehmen. Und das ist eben die berühmte Walter PPK. Ja, Bernard Lee spielt M und die Rolle spielt er auch bis 1979. Während der Dreharbeiten zu In tödlicher Mission ist er dann verstorben. Ja. Also der spielt die Rolle sehr lang. Ursula Andress wurde sehr bekannt in Dr. No durch ihre berühmte Szene. Sie kommt als Bikini-Girl aus dem Wasser. Genau. Und das hat das Kinopublikum umgehauen, diese Szene. Ja, ja, ja. Weltberühmt. Ne? Ist dann 40 Jahre später mit Halle Berry nochmal wiederholt worden. Genau. Und in Casino Royale hat man Daniel Craig so aus dem Wasser kommen lassen. Richtig. Nach dem Motto, ist gleiche Recht für alles, wenn man netter Kerl mal aus dem Wasser kommt. Ja, ja. Nicht mehr das Bond-Girl. Ganz genau. Also die ist immer wieder gern zitiert worden, diese Szene. Mhm. Genau. Ja, Dr. No haben wir hier als DVD und Blu-ray. Genau, den gab es auch schon auf Blu-ray, richtig. Mhm. Eine Menge Extras. Eine sehr interessante Dokumentation dabei. Ja, natürlich wenig Making-of-Material. Ja, meist nur Fotos vom Set und sowas und solche Sachen. Und Leute erzählen in den Interviews, wie es war und so. John Connery hat in der deutschen Fassung hier noch eine andere Synchronstimme, die von Klaus Kindler, der später Clint Eastwood und so gesprochen hat. Die berühmte sonore Stimme von Gerd Günther Hoffmann hat er erst ab dem zweiten Film. Liebesgrüße aus Moskau. Genau, zu dem kommen wir nämlich jetzt. Liebesgrüße aus Moskau. Genau. Der ist aus dem Jahr 1963. Ja. Das Besondere an dem Film ist, finde ich, dass er, Dr. No ist ja doch eine ziemlich abgedrehte Story eigentlich damit, mit seinem komischen, auf der Insel. Okay. Liebesgrüße aus Moskau ist ein sehr bodenständiger Bond-Film. Also da geht es wirklich im Grunde genommen um den Kalten Krieg vor allem. Kalten Krieg, genau. Und es gibt keine, er hat zwar so einen komischen Koffer, aus dem so, wenn man den falsch aufmacht, kommt da so Reizgas raus. Aber das ist eigentlich auch schon alles, was er hat. Das ist der erste Film auch mit Q. Desmond Llewellyn spielt da das erste Mal den Waffenmeister Q. Genau, genau. Wie gesagt, mit dem berühmten Waffenkoffer, der auch noch ein Springmesser an der Seite dran hat und zusammenklappbares Gewehr und sowas alles.
Damit begannen so die Bond-Gadgets, die auch so auch vor allen Dingen berühmt geworden sind in diesen 007-Filmen. Ne? Was ich an dem Film auch toll finde, sind die unglaublich düsteren Gegenspieler. Ja, ja. Also Robert Shaw als Grant, als Profikiller, knallhart, rücksichtslos der Kerl, aber auch sehr intelligent dabei. Also kein dummer Typ, sondern hochintelligent. Und dann Lotte Lenya als Rosa Klepp, die von den, vom russischen Geheimdienst, sowjetischen Geheimdienst zur Geheimorganisation Phantom übergelaufen ist. Ja, und man will sich in diesem Film auch an James Bond rächen, weil er eben Dr. No im ersten Film erledigt hat. Oh, das hat, genau. Das ist also auch nochmal eine Rückbesinnung auf den ersten Film. Und es geht darum, dass James Bond halt geködert wird, eine russische Dechiffriermaschine in Moskau, in Istanbul zu erwerben. Genau, die wird quasi als so eine Art Köder ausgelegt. Genau. Und zwar erkennt der britische Geheimdienst schnell, dass es ein Köder ist, aber was eben wirklich geplant ist, da kommen die nicht sofort dahinter und da fällt auch Bond erstmal drauf rein. Ja. Also er hat es mit sehr intelligenten Gegenspielern zu tun. Ganz genau. Ja, ein sehr toller Film, wie ich finde. Und wie gesagt, sehr bodenständig. Liebesgrüße aus Moskau. Ja. So, dann kam 1964 der Film, der das Bond-Fieber endgültig auslöste, nämlich Goldfinger. Ja, für diesen Film hat man ja einen deutschen Schauspieler engagiert, nämlich Gerd Fröbe. Ja, der damit ja auch zum Weltstar wurde. Vorher war er ja nur aus deutschen Filmen bekannt. Er hat die Rolle des Goldfingers eigentlich durch den Film Es begann am helllichten Tag bekommen. Es geschah am helllichten Tag. Weil er da ja so einen fiesen Kindermörder spielt. Ja. Und da haben die Bond-Produzenten gesagt, ja, das ist Goldfinger. Den müssen wir als Bond-Bösewicht nehmen. Ja. Der ist perfekt dafür. Ne? Und er hatte als Goldfinger auch absoluten Weltruhm erlangt. Ne? Also ja, vor allem das Witzige ist, er kam dann an den Set, um zu drehen, und sie stellten fest, man kann kein Wort Englisch. Ja. Mussten sie auch noch er musste alles mehr oder minder auswendig lernen und wurde dann auch im Englischen nachsynchronisiert. Im Deutschen hat er sich selber synchronisiert am Ende, aber in der englischen Fassung hat er eine andere Stimme, weil er überhaupt kein Englisch sprechen konnte. Ne? Ja, ein wirklich großer Klassiker, auch eine große Geschichte, wie ich finde. Goldfinger heißt halt so, weil er auch Leidenschaft für Gold hat. Er sammelt Gold, Gold ist seine große Leidenschaft. Und er möchte noch mehr Gold haben, nämlich er möchte seinen Goldpreis massiv in die Höhe treiben, indem er das Gold, was in Fort Knox in den USA lagert, das ist ja das berühmte Goldlager in den USA, indem er das radioaktiv verseucht und das Gold deshalb nicht mehr zu gebrauchen ist. Und das ist sein Plan. Ja, und James Bond kommt ihm natürlich in die Quere. Ganz genau. Ne? Auch erwähnenswert ist hier Oddjob, sein Butler, mit seiner tödlichen Melone, also mit seinem Hut, ne? der damit Leute zur Strecke bringt, indem er den Hut auf die wirft. Ja, ne? Die berühmteste Szene ist natürlich aus dem Film das gold angemalte tote Mädchen auf dem Bett. Ne? Das ist, denke ich mal, die berühmteste Szene. Genau. Und großartiger Film, wie gesagt. Und der Film, der also Gerd Fröbe auch zum großen Durchbruch hat. Bei den meisten Bond-Fans auch der James-Bond-Film schlechthin. Das ist der Kult-Bond. Ich glaube, der ist auch am meisten gesehen worden weltweit, würde ich mal sagen. Ne? Glaube ich auch, ja. Ist schon großartig. Ja. Goldfinger. Dann kam Feuerball raus. Feuerball, genau. 1965 gedreht. Ja, John Connery also zum mittlerweile vierten Mal im Einsatz. Man merkt auch, die Filme wurden da noch wirklich einer pro Jahr wurde gedreht zunächst. Ne? Da haben sie sich wirklich ganz schön an Riemen gerissen damals. Ja, Feuerball. Was ist da die Geschichte? Auch ein wahnsinniger Erfolg, allein durch die ganzen Special Effects, die da drin vorkommen. Für die es sogar einen Oscar gegeben hat. Ja, darum geht's. Phantom ist immer noch aktiv. Und stiehlt zwar Atomraketen und erpresst dann den britischen Geheimdienst damit, diese Atombomben in irgendwelche Weltstädte zünden zu lassen, wenn er nicht eine bestimmte Summe von denen bekommt. Ja, genau. Das ist so die Geschichte. Und 007 jagt dann Emilio Largo, das ist der Bösewicht, auf den Bahamas. Ja, und da kommen vor allem in dem Film kommen so wirklich viele Special Effects drin vor, was zum Beispiel seinen fliegenden Rucksack angeht. Ne? Ja, ganz zu Anfang, ne, genau, ganz der ist Anfang, bekannt. Ne? Ja, und
ja, Kamera, die unter Wasser Aufnahmen macht und sowas alles. Ne? Und, und ist auch der erste Bond-Film, der in CinemaScope-Format gedreht wurde. Richtig. Die anderen waren immer nur in 16:9. Dieser wurde in CinemaScope erstmals gedreht. 1965. Feuerball. So. Dann kam 1967, Man lebt nur zweimal. Da gibt es keine Blu-ray, gab es bisher nicht. Jetzt gibt es ja die Gesamtedition, aber das ist das erste Mal, dass der dort auf Blu-ray erschien. Haben wir den jetzt nur auf DVD? Genau, da gab es bisher nur eine DVD. Ja, Man lebt nur zweimal. Diesmal verschickt es James Bond nach Tokio, nach Japan besser gesagt, oder auch nach Tokio unter anderem. Was ist da die Geschichte? Die Geschichte ist da, eine amerikanische Raumkapsel wird gekapert, entführt, zerstört. Man weiß es eben nicht genau. Der Zuschauer weiß es, aber die Amerikaner halt nicht, weil diese Kapsel halt auf einmal vom Radar verschwindet. Und man geht davon aus, dass das eigentlich nur die Russen gewesen sein können, die dieses Raumschiff, diese Kapsel zerstört haben können. Und somit droht natürlich Amerika, Russland, sollte das nochmal vorkommen, hier, dann gibt es richtig Krieg dann. Ne? Also das war die Gefahr, dass der Dritte Weltkrieg ausbrechen würde. Ne? Genau. Dann passiert den Russen genau dasselbe. Die schicken auch eine Rakete in den Weltraum. Die wird auch entführt. Ne? Da steckt, und hinter der ganzen Geschichte steckt Blofeld hinter. Blofeld ist ein Bösewicht, der für Phantom gearbeitet hat. Muss man mal kurz erklären, der kommt im Grunde schon vor in Liebesgrüße aus Moskau und in Feuerball, wird dort aber nicht gezeigt. Man sieht ihn immer nur, dass er seine Katze auf dem Schoß hat und die streichelt, aber man sieht von ihm nichts. Hier wird er zum ersten Mal gezeigt. Gespielt von Donald Pleasence, der später ja auch unter anderem durch Halloween noch bekannt wurde. Ne? Ganz genau. Man lebt nur zweimal. Der Film heißt deshalb so, weil James Bond am Anfang offenbar ermordet wird, aber eben das nur zum Schein, damit die Gegner ihn für tot halten. Man sollte noch kurz erwähnen, Sean Connery hatte dann von James Bond so ein bisschen dann die Nase voll, würde ich, kann man so sagen, und wollte dann keinen weiteren Bond-Film mehr drehen, sodass dann 1969 ein neuer Darsteller rauskam. Genau. Und zwar George Lazenby. Lazenby, genau. Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Das ist der hier. Auch den gab es bisher nicht auf Blu-ray, aber in der Gesamtedition Edition ist er jetzt natürlich mit dabei. Ja, George Lazenby. Es ist ein bisschen schade, dass nicht John Connery in diesem Film die Rolle gespielt hat, denn das ist ein sehr persönlicher James-Bond-Film. Ganz genau. Er heiratet, er will seinen Job an den Nagel hängen und so weiter. Also zum ersten Mal lernt man so ein bisschen James Bond so ein bisschen von seiner persönlicheren Seite kennen. Und dann wäre es natürlich schön gewesen, wenn man das John Connery hätte spielen lassen, weil er war nun mal der Bond. Aber stattdessen hat man eben George Lazenby damals genommen. Ja, den zähle ich ja zu meinen Favoriten im Geheimnis Ihrer Majestät. Unglaublich aufregende Skiverfolgungsszenen und so. Da hat ja damals Willy Bogner hat das ja gedoubelt. Der ist ja unglaublich, was der für Szenen gedreht hat. Rückwärts auf Skiern mit der Kamera in der Hand und so weiter. Ja, und auch die Alpenfestung in der Schweiz. Alles hochdramatisch. Er klettert an dem Seil von der Seilbahn da entlang und so. Und droht in den Abgrund zu fallen mehrere Male. Und alles unheimlich spannend und... auch die Bond-Girls, Diana Rigg spielt ja das Bond-Girl, sehr sehenswert. Auch aus Schirmschaum und Melone natürlich bekannt als Emma Peel, ne? Ganz genau, ne? Im Grunde genommen ein ganz, ganz toller Bond-Film, ne? Super, nur an den Darsteller muss man sich halt ein bisschen gewöhnen. Ne? Ja, musste man gar nicht erst, weil er hat es nur einmal gespielt. Ja. Hier spielt Telly Savalas die Rolle des Blofeld, also Blofeld ist hier der Bösewicht. Erkennungsmerkmal von Blofeld ist halt immer die Glatze im Grunde genommen eigentlich. Ja. Und das war bei Telly Savalas ja nicht schwer, der hat ja schon eine Glatze. Später natürlich bekannt als Kojak, ne? Und hier ist es so, hier ist später nochmal eine verlängerte Fassung denn erschienen auf DVD, wo neue Szenen dabei sind. Der Film geht also jetzt irgendwie insgesamt über 140 Minuten oder so. Also ich glaube, das ist der längste Bond-Film bisher. Ja, oder das Casino Royale ist noch länger, ich weiß nicht genau. Nee, der ist länger als Casino Royale. Noch länger, siehst du. Da hat man natürlich denn die Szenen, die neu sind, nachsynchronisiert. Das ist ja auch in Ordnung. Man hat nur leider auch ein paar andere Szenen, die man schon kannte aus der alten Version, auch neu synchronisiert. Also die alte deutsche Tonspur wurde überspielt sozusagen. Dann, ja, ne? Also das ist wirklich, das ist nervig. Weil es gibt auch Szenen, wo dann teilweise die Hintergrundmusik, es gibt zum Beispiel so eine Erkennungsmelodie, die da immer wieder gespielt wird. Do you know how Christmas
Trees Are Grown. Ja? Mhm, genau. Und das gibt es eine deutsche Version, gesungen von Katja Epstein. Mhm. Wovon träumt ein Weihnachtsbaum im Mai? Und es ist also wirklich so, dass hier also in der Synchronisation teilweise zwischen diesen beiden Liedern auch hin und her gesprungen wird. Also einmal wird Englisch gesungen und die nächste Tonart ist auf einmal wieder eine deutsche Spur. Es ist also schlampig. Völlig schlampig gemacht. Also wirklich. Und man hört es auch einfach. Ja. Ne, die singen dann da auf einmal Englisch, wieder Deutsch. Und auch, das nervt wirklich, und das ja. Vor allen Dingen bei der Synchronisation ja auch. Er sagt einen Satz auf die alte deutsche Tonspur mit der alten Connery-Stimme. Ja. Und dann auf einmal hat er doch wieder eine ganz andere Stimme. Also ja. Immer wird hin und her geschnitten. Also total nervig. Das also ein absoluter Minuspunkt. Ne? Ja, bei der DVD und leider auch bei der Blu-ray. Genau, bei der Blu-ray haben sie es leider auch so gelassen. Schade. Mhm. Hier würden wir deshalb, wenn Sie sich die DVD kaufen wollen, die ganz alte, es gab auch noch eine erste Special Edition schon vorher von allen Filmen, weil das ist zwar die nicht verlängerte Fassung. Genau, das ist aber die geschnittene Fassung. Hier hat man zumindest die klare Synchronisation von der alten Fassung und hat nicht diesen neuen Kram dazwischen. Das nervt wirklich. Also. Ja. Mhm. Im Geheimdienst Ihrer Majestät, toller Film. George Lazenby haben wir beide auch schon mal persönlich getroffen. Genau. Beim Bond-Event. Da gibt es auch ein Foto von uns. Ne? Das blenden wir mal ein. Ne? Genau. Ja, dann hatte man Sean Connery Gott sei Dank nochmal überreden können, nochmal einen weiteren Bond-Film zu drehen, und zwar 1971 Diamantenfieber. Das Jahr, in dem ich geboren wurde. Na. Wahnsinn. Mhm. Ja, also John Connery wurde sehr wirklich gelockt mit dem Angebot, dass er sogar noch wie 3 weitere Filme seiner Wahl drehen konnte oder irgend sowas. Also er hat wirklich ein riesiges und viel Geld bekommen so, weil sie wollten ihn unbedingt nochmal wiederholen. Also Diamantenfieber ist nicht unbedingt einer meiner Favoriten. Ich finde den ein bisschen trashig, muss ich sagen. Es liegt einfach auch daran, dass die deutsche Synchronisation... Ja, die ist unglaublich albern. Also wir sagen immer, die müssen gekifft haben, als sie das gemacht haben. Ja, stimmt, ja. Also da wird dann ein sächsischer Akzent eingearbeitet von einem amerikanischen Professor und so. Ja, was genau. Was soll das? Oder so Sprüche. Ja. Was hast du denn da für ein Döschen in deinem Hüschchen? Ja. Weil sie die Kassette da hinten im Bikini hat. Ja, so. Es ist ein bisschen bescheuert, ja. Ja, kann sein, dass deshalb so der Film an so schräg vorkommt. Das hat wohl damit zu tun. Ja. Ja. Aber der Film hat auch jetzt keine wirklich spektakulären Action-Sequenzen. Nö. Es sind gute Sachen dabei, aber es ist nichts, was so im Gedächtnis bleibt. Ne? Für mich bleiben eigentlich nur im Gedächtnis bei dem Film sind Mr. Kid und Mr. Wind. Stimmt, ja. Zwei schwule Killer. Ja, ne? Stimmt. Die nun wieder sehr geil. Die sind kultig, ja. Ne? Also, die dann so Händchen halten, davon gehen, nachdem sie einen umgebracht haben und so. Das ist schon lustig. Und was die dann auch so reden. Ne? Also, ja, so halt geschwollen halt. Ne? Mein Gott, ne? Aber... Ja. Aber die beiden, die sind wirklich Kult geworden bei den Bond-Killern. Ne? Also Mr. Kid und Mr. Wind. Ne? Und die sprechen dann auch so. Ja, dieser Film wurde halt in Las Vegas viel gedreht und in der Wüste von Nevada und so weiter. Ja. Ne? Gab sogar einen Gastauftritt von Sammy Davis Jr., den sie aber rausgeschnitten haben. Mhm. Der ist nur als Extra hier mit drauf. Als Extra ist er mit drauf, als Bonus. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, muss nochmal bei allen Filmen vielleicht sagen, also jeder Film hat wirklich immer ein sehr ausführliches Making-of. Das haben sie also wirklich produziert für jeden Film. Das ist also sehr sehenswert. Wir sollten auch vielleicht auch noch mal ein bisschen die Bond-Musik erwähnen. Ja, Shirley Bassey singt hier Diamonds Are Forever, die ja auch schon Goldfinger gesungen hatte, mit sehr großem Erfolg. Also auch die Bond-Musik wurde ja legendär. Ja, ja, sicher, klar. Bei Man lebt nur zweimal, was Nancy Sinatra oder Tom Jones bei Feuerball. Also immer auch große Namen auch, ne? Ganz genau. Aber da kommen ja auch noch einige, die wir noch erwähnen müssen, ja. Stimmt. Ja, der vorerst letzte Auftritt von John Connery in Diamantenfieber und der letzte Auftritt von ihm in der offiziellen Bond-Serie. Ganz genau. Das muss man sagen. So, dann kam einer, der dann insgesamt 7-mal die Rolle spielen sollte. Und zwar Roger Moore. Roger Moore. Bekannt geworden natürlich durch die 2, Simon Templar. Simon Templar, genau. Mhm. Also bis dahin eher ein britischer Fernsehstar, aber sehr bekannt. Ja. Er war auch schon mal vorgesehen, glaube ich, als James Bond. Er war auch schon mal im Gespräch damals, als Sean Connery die Rolle bekam. Ganz genau. Und, aber man hat sich damals noch gegen ihn entschieden. Jetzt entschied man sich für ihn. Mhm. Ja, Leben und Sterben lassen. Was kann man zu dem Film sagen? Ja, 3 britische Agenten werden ermordet und Bond ermittelt dann, was dahinter steckt. Es geht um einen Drogenboss, Mr. Big, ne, der in New York mehrere Male auftritt und und er ermittelt dann gegen diesen Mr. Big, der dann auch eine Voodoo-Insel
als Tarnung verwendet, um das Mohn anzupflanzen, mhm. um diese Drogen überhaupt anbauen zu können und sowas mhm. alles. Ne? Also dieser Film hat auch so unglaublich typische 70er-Jahre-Flair, finde ich. Ja, also ja, auch richtig. Was so die Frisuren und die Kleidung angeht. Ne, also diese Schlachhosen. Da war James Bond in 70er-Jahren angekommen mit dem Film eigentlich. Und auch die farbigen, so alle mit diesen riesen diesen Haaren halt. Er spielt ja auch teilweise da in New Orleans und so weiter. Ja. Das spielt ja alles eine große Rolle in dem Film. Doch ein durchaus auf jeden Fall sehr sehenswerter James Bond Film. Er ist zwar nicht so ganz so XXL wie andere. Nö, das nicht, aber. Und hier hat man auch wieder zwischendurch mal in 16:9 komischerweise gedreht. Ja. Also hier die Titelmusik noch John McCartney. Ja, und The Wings, ja. genau, Paul McCartney. Paul McCartney, natürlich, Quatsch. Genau. Ja, dann kam Der Mann mit dem goldenen Colt raus. Der Mann mit dem goldenen Colt, genau. In der Bösewichtrolle Christopher Lee. Ja, der vor allen Dingen durch Dracula ja natürlich bekannt wurde. Und der ein Cousin von Ian Fleming ist, witzigerweise. Genau. Also sogar verwandt war mit dem Schöpfer von James Bond. Mhm. Ja, hier geht es ja darum, dass James Bond erfährt, dass der teuerste Killer der Welt, Scaramanga, der hat ein Erkennungsmerkmal, nämlich eine goldene Waffe, dass er ihn, James Bond, umbringen soll und den Auftrag bekommen hat. Ja, und somit hat James Bond erstmal das Ziel, das überhaupt zu verhindern, dass er umgebracht wird. Aber es steckt noch mehr dahinter. Ja. Scaramanga ist nicht nur ein Profikiller, der hat auch noch einen ganz anderen Plan im Hinterkopf, hinter dem James Bond dann auch noch kommt. Ganz genau. Hier ist erwähnenswert der Gehilfe Schnick-Schnack, ne? Ja, so ein kleiner Zwerg. Wer sich noch an Fantasy Island erinnern kann, die Serie, da hat er mitgespielt später. Also es gibt natürlich eine ganz berühmte Szene, die natürlich als Action-Szene grandios ist, wo die tatsächlich es geschafft haben, mit einem Auto über einen Fluss zu springen. Und zwar so, dass der Wagen losfährt und dann losfliegt und sich einmal um die eigene Achse dreht und wieder auf den vier Rädern auf dem anderen Ufer. Also er springt über eine kaputte Brücke. Dadurch kriegt er überhaupt diesen Drall, weil diese abgebrochenen Bretter dann halt so liegen. Und kriegt dann diese Schraube hin und landet dann auf allen vier Rädern auf der anderen Seite. Und das ist kein Trick, das ist echt gemacht worden von einem Stuntman. Das war noch gute Handwerkssache. Ja, ja, heutzutage macht man sowas natürlich mit Computertrick, das ist alles viel einfacher. Damals war das noch Handwerk, ne? Und das ist Wahnsinn, also das ist überhaupt sich das zu trauen. Tja, und vor allen Dingen, es hat beim ersten Mal auch geklappt. Ja, genau, sie haben nur ein einziges Mal gebraucht, um die Szene zu drehen, ja. Ja, dann kam Der Spion, der mich liebte, raus. Ja, da muss man sagen, da war denn 3 Jahre Pause. Das war 1977. Das ist ein Film, den Roger Moore selber als seinen Lieblingsbond bezeichnet. Und ich finde ihn auch sehr gut. Ja. Großartiger Film. Kurt Jürgens hier als Bond-Bösewicht. Ne? Genau, deutscher Schauspieler, sehr bekannt. Da hat man auch mal wirklich richtig auch mal investiert, habe ich das Gefühl. Ja, das ist ein richtig großes Kino, dieser Film. Mit unglaublich großen Inszenierungen. Hier war auch wieder Ken Adam am Werk, der diese ganze Unterwasserstation von diesem Stromberg, heißt der, witzigerweise. Ja. Heutzutage nur als Serie bekannt, aber so heißt auch der Bösewicht. Karl Stromberg. Gespielt von Kurt Jürgens. Also ein sehr aufwendiger Bond-Film. Ja, auch ein ganzer Dampfer wird als Station umgebaut, der ganze U-Boote schlucken kann und so. Ne? Ja. Also kurz erzählt, dieser Karl Stromberg entführt amerikanische und russische U-Boote, um damit einen dritten Weltkrieg auslösen zu können. Ne? Also völlig gestört eigentlich. Ne? Genau. Und da kommt zum Beispiel auch dieses nette Schnuckelchen hier zum Einsatz. Das ist ein Lotus Esprit, den man umbauen kann als kleines Mini-U-Boot. Ne? Also er fährt ganz normal auf der Straße und Bond landet dann mit diesem Fahrzeug im Wasser und drückt dann ein paar Knöpfe und dann verwandelt sich dieses Auto in dieses Mini-U-Boot. Genau. Ne? Also man hat sich unheimlich viel Mühe mit den technischen Einzelheiten gegeben. Ja. Der ist natürlich bekannt, der Lotus Esprit, genau. Ja, Der Spion, der mich liebte. Das war auch natürlich für Roger Moore ein wichtiger Film, weil er auch damit auch endgültig anerkannt war als bei den Fans. Er war vorher noch so ein bisschen umstritten, die wollten alle immer John Connery zurück und so. Aber mit Der Spion, der mich liebte, hat er es geschafft,
das Herz der Bond-Fans. Ja, vor allem durch die spektakulären Stunts. Es gibt zum Beispiel auch noch eine Szene, wo er mit Schieren in den Abgrund stürzt und hier denkt, ja gut, das war's jetzt. Ne? Und in letzter Sekunde geht dann der Fallschirm auf mit dem britischen, mit der britischen Fahne drauf. Ne? Also mit dem Union Jack. Union Jack. Genau. Ja. Das ist witzig, haben die alle schon gedacht, als der Stuntman abgesprungen ist, dass keiner die Szene richtig eingefangen hat. Mhm. Und da war einer mit einer Handkamera, der das alles, der hat's geschafft, super gefilmt, der hat den Film super gefilmt, die Szene. Da konnten sie auch verwenden. Ne? Ganz genau. Ja. Einen Killer sollte man noch erwähnen. Oh ja, stimmt, natürlich. Den Beißer. Richard Kiel. Genau. Ne? Ein 2,13 Meter Hühne. Ja, ja. Mit einem Stahlgebiss. Genau, der mit seinem Stahlgebiss die Leute umbrachte, den in den Hals biss oder ganze Seile damit durchbeißen konnte oder Türschlösser oder Ketten. Also, was für ein Typ, ne? Also, mein Gott. Ne? Ja, hier hatte der Albert Broccoli, der Produzent, schon gleich während der Dreharbeiten schon gemerkt, der wird gut ankommen bei den Leuten. Ja. Und deswegen lässt er ihn auch nicht sterben am Ende des Filmes. Genau. Damit er dann nämlich noch einmal zurückkehren kann. Ne? Genau, und zwar in Moonraker. Damit leiten wir über zum nächsten. 1979. Genau. Moonraker, genau. Mhm. Ja, hier kehrt also Beißer noch einmal zurück. Mhm. Den haben Jaws wir auch, heißt er ja im Englischen. Den haben wir beide auch schon mal getroffen. Können wir auch noch mal kurz zeigen. Ja, ein ganz sympathischer Kerl. Auf demselben Event wie mit George Lazenby. Ja, richtig, genau. Ganz netter Kerl. Ne? Also, ja, aber körperlich ziemlich am Ende. Ja, also der musste damals, glaube ich, irgendwie sitzen, weil er nicht mehr richtig stehen kann. Der war riesengroß. Also, ja, er hat auch mal einen Autounfall gehabt. Dadurch hat er seinen großen Rückenschaden gehabt. Ah ja, okay. Ja. Es war ja so, dass 1979 natürlich schon das Star Wars Fieber ausgebrochen war mit Krieg der Sterne und deswegen hat man sich gesagt, so, jetzt schicken wir James Bond nicht mal ins Weltall. Und das ist eben diese Mission. Mhm. Es gibt also hier einen Bösewicht, Drax. Mhm. Scheint so eine Art Nazi zu sein, wird nicht so richtig im Film gesagt. Im Bond-Roman ist es ein kleindeutiger Nazi. Hier wird es nur angedeutet, er möchte nämlich eine neue Menschenrasse züchten. Er nimmt also nur gut aussehende, blonde, hübsche Menschen mit ins All und alle anderen Menschen auf der Erde, die will er mit so komischen Nervengas alle umbringen. Und damit dann sozusagen aus dieser Gruppe von Leuten, die er da mitnimmt, eine neue Menschenrasse entsteht. Ne? Ja, hier finde ich, ist schon unglaublich spektakulär die Anfangssequenz. Ne? Ja. Mhm. James Bond ist in einem Privatflugzeug unterwegs, hat so ein TTT mit seiner Frau, die aber plötzlich eine Waffe zieht. Und dann kommt so ein anderer Typ dazu und die wollen beide abspringen und ihn allein in dem führerlosen Flugzeug lassen. Er wehrt sich aber dagegen, es kommt zum Kampf und letztendlich kommt es dazu, dass der Typ mit dem Fallschirm rausfliegt und er wird rausgeschubst. Im Nachhinein ohne Fallschirm. So, und dann muss er quasi im freien Fall den Typen erreichen, um seinen Fallschirm zu bekommen. Ne? Sonst wird er ja... Sonst wird er abstürzen. Sonst kriegt er Marmelade hinterher. So. Und es gibt dann im freien Fall einen Kampf um diesen Fallschirm. Und das haben die Stunt-Leute wirklich auch so gedreht. Die sind mehr als 80 Mal Wahnsinn. Abgesprungen, um diese Szene zu drehen. Die ist, glaube ich, am Ende 1,5 Minuten oder so lang. Ja, ja. Aber absolut spektakulär und absolut sehenswert. Da also ist sowas sogar Felix Baumgartner einen Scheiß dagegen. Oder? Ja, unfassbar. Also unglaublich super. Auch das war halt noch wirklich die große Zeit der James-Bond-Filme, kann man sagen, weil das alles noch so handgemacht ja, war. Ja, die ja, haben da wirklich nichts mit Computer animiert. Gab es ja alles noch. Unglaublich, unglaublich. Ja, ansonsten ist dir der Film, du bist ja so nicht so ein Science-Fiction-Fan, das geht dir ein bisschen zu weit nachher. Ne? Der Film ist wunderbar, bis Rio de Janeiro, alles prima, bis er dann im Weltall landet. Und dann geht mir das alles zu sehr in Science-Fiction. Ich sag nur, ja, ja, genau. Die Mannschaften sind sich dann gegenseitig mit Laserwaffen am Beschießen und die ganze Zeit geht das so und die ganze Raumstation fliegt nachher in die Luft und dies und das und drumherum. Aber selbst die Bond-Fans hatten dann auch gesagt, das war ein bisschen zu viel Science-Fiction. Und deswegen kann man dann 1981 mit In tödlicher Mission wieder so ein bisschen zurück zur Realität bei Bond. Ne? Das also stimmt, ja. Das ist ein nicht, sehr das bodenständiger ist ein sehr bodenständiger Bond. Ja, das Bond, stimmt. Ne? Ja. James Bond auf der Suche nach einem, bei einem Untergang zurückgelassenen ATIC-System, das für die Briten sehr wichtig ist. Und natürlich haben daran die Russen großes Interesse, das zu bekommen, weil es da sozusagen ein U-Boot-Ortungssystem ist. Und James Bond muss es verhindern, dass die Russen das bekommen. Und es gibt so einen griechischen Zwischenhändler, der will das Ding also verkaufen. Und
Das ist sozusagen dann sein Gegner in dem Film. Ganz genau. Ja, ein sehr, in der Tat, bodenständiger Film. Auch wieder mit spektakulären Skiaufnahmen. Ja, das stimmt. Wo Willy Bogner wieder kräftig mitgemischt hat. In einer Eisbahn, müssen Sie sich mal überlegen, mit Skiern durch eine Eisbahn. Bobbahn, und vor allen Dingen durch eine Bobbahn, genau. Ja, ja. Und dann auch noch mit einem Motorrad. Ne? Also, ja, mit dem Motorrad über die Bobbahn. Ne? Genau. Leider gab es bei diesen Drehaufnahmen auch einen tödlichen Unfall, wo ein Stuntman gestorben ist. Ne? Ja, ja. Daran kann man sehen, dass die Bond-Filme wirklich manchmal in tödlicher Mission enden können. Ne? Also, was mir ein bisschen missfällt, ist die Musik von Bill Conti. Ich finde, das passt nicht so richtig. Ja, ja. John Barry war ja bisher der Filmkomponist bei den James-Bond-Filmen. Der hat ja fast in allen James-Bond-Filmen mitgemischt. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Bis auf der Spion, nämlich liebte, da war es auch nicht. Genau. Ja, mein Gott, obwohl ich es jetzt so schlecht auch nicht fand. Es war eine andere Musik. Es war eine andere Musik halt. Was ich sehr geil finde, ist der Bond-Song hier, For Your Eyes Only. Only, ne? China Easton, genau. Das ist auch das erste Mal, dass die Bond-Sängerin in einem Bond-Film zu sehen ist. Ne? Ja, während der Vorspann läuft, genau. Sieht man sie auch singen, genau. Richtig. Das war es erst und einzige Mal. Ja, das ist erst das einzige Mal, richtig. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ein sehr bodenständiger Bond mit Roger Moore, der natürlich langsam auch mal in die Jahre kam, muss man ja sagen. Ja. Ne? Ich glaube, hier ist er schon 53. Ja, ja, richtig, genau. Ja, 1983, das war dann ja ein spannendes Bond. Das war ein ganz besonderes Bond, ein Fest für Bond-Fans. Mhm. Denn zuerst kam Octopussy raus, 1983. Genau, das ist der hier. Roger Moore. Ja. Und zwar... Ja, das ist ein Film, der auch teilweise in Deutschland gedreht wurde, witzigerweise. In Berlin, in Bayern. Und zeitweise spielt er auch in der DDR, aber du dürfen natürlich nicht drehen. Das wird nur so getan, als wenn das in der DDR wäre. Ein völlig gestörter russischer General will eine Bombe, eine Atombombe in Deutschland zünden. Genau. Und auf einem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt. Genau. Und das den Amerikanern als Betriebsunfall in die Schuhe schieben. Ne? So dass Europa dann eine Abrüstung fordert und ein fürchterliches Chaos dadurch entstehen würde, um bei diesem sogenannten Betriebsunfall, wie es Roger Moore auch schon nennt in dem Film, Tausende von unschuldigen Menschen dann sterben würde. Der Titel Octopussy, der war in den USA durchaus ein bisschen umstritten, weil das kann man auch, weil Pussy, man weiß ja, was eine Pussy ist, ne? Das wirkte ein bisschen zweideutig und war nicht ganz unumstritten, der Titel. Gab es damals auch schon Probleme bei Goldfinger, hieß das Bond-Girl ja Pussy Galore. Gab es auch schon die ersten Probleme. Ja, bei dem Wort sind die Amerikaner immer ein bisschen komisch. Kam dann aber näher doch durch und alles war gut. Ne? Ja. Ja, deswegen das besondere Bond, ja, weil zu einem etwas späteren Zeitpunkt kam noch ein James-Bond-Film raus. Und zwar mit Sean Connery. Den hatte man tatsächlich wieder überreden können, nochmal einen Bond-Film zu drehen. Das siebte Mal jetzt. Richtig. Ne? Aber es ist kein offizieller Bond-Film, es ist ein inoffizieller. Mhm. Es fehlen ganz wichtige Wiedererkennungsmerkmale. Die Musik ist eine andere und so weiter. Das 007-Logo durfte nicht verwendet werden und so weiter. Auch der und so Kreis am Anfang fehlt und sowas alles. Genau, richtig. Es ist halt hier so, es ist ein Remake von Feuerball. Und das war nur deshalb möglich, weil Ian Fleming... Ein Drehbuch schon mitgeschrieben hatte, bevor er den Roman Feuerball veröffentlicht hatte, mit jemand anderem zusammen. Und dieser andere zusammen, der hat ihn später verklagt deswegen, weil Ian Fleming einfach ungefragt den Roman geschrieben hat, obwohl die Ideen dieses Partners damit einflossen. Und der hat dann vor Gericht gewonnen gegen Ian Fleming. Und deswegen lagen die Rechte also nicht nur bei den Bond-Produzenten, sondern auch bei diesem ehemaligen Co-Autor. Ja. Und der hat halt die grandiose Idee gehabt, denn eben einfach einen James-Bond-Film außerhalb der Bond-Reihe zu drehen. Das ist nur mit dieser einen Geschichte möglich, sonst liegen alle Rechte bei den Bond-Produzenten. Mhm. Und er hat halt den wahnsinnigen Coup gemacht, dass er John Connery zurückgeholt hat. Genau. Mhm. Ja, und das Besondere an dem Film ist halt auch, Er wird bei den offiziellen James-Bond-Filmen nie erwähnt. Er wird immer ausgelassen. Ne? Ja, ja, ja. Für mich zählt er zu einem absoluten James-Bond-Film. Deswegen sind es für mich nicht 23 Bond-Filme, sondern 24 Bond-Filme. Jetzt mit Skyfall zusammengerechnet. Ja. Aber er gehört halt nicht zu dieser normalen Serie dazu. Aber trotzdem ein unheimlich gelungener James-Bond-Film mit einem sehr tollen Bond-Girl, auch Barbara Carrera oder Kim Basinger.
Das Bond-Girl ist Kim Basinger. Ja. Barbara Carrera ist hier eine böse Rolle. Ja, gut, aber mit der macht mit er ja auch. Mit der auch ne, bestimmt. Ja. Ja, auch sehr, sehr geil. Klaus-Maria Brandauer als Bösewicht. Genau, Margot. Also auch österreichischer Schauspieler. Ne? Wieder mal ein deutschsprachiger Bösewicht. Ne? Wird gerne genommen. Ne? Ja, die DVD hat lediglich leider nur den Trailer drauf. Da warten wir händeringend auf die Blu-ray, die ja einige Specials haben soll. Bisher gibt es die nur in Amerika. Und in Großbritannien. Und in Großbritannien halt. Auch schon seit 2-3 Jahren schon. Also schon lange raus. Also es wird höchste Zeit, dass es da mal eine deutsche Blu-ray. Und ich hoffe dann auch mal mit richtig schönen Extras. Ja. Ne? Weil in der Tat hat die überhaupt keine Extras, außer den Kinotrailer. Und ganz das ist leider sehr wenig. Ne? Ja. Ja, dann 1985 war dann der letzte Bond-Film mit Roger Moore. Richtig. Da musste man auch sagen, es wurde auch langsam Zeit. Ne? Also da sieht man ihm auch schon das Alter langsam an. Ne? Ja, 57 ist er gewesen. Ne? Ja, ne? Das, also er wurde eigentlich nur noch gedoubelt. Das sieht man auch in dem Film. Ja, dass, ja. Dass er kaum noch Stunts selber machen konnte einfach. Ne? Dennoch, für mich der beste Bond-Film mit Roger Moore. Ne? Okay. Also im Angesicht des Todes. Unheimlich spektakulär. Auch mit einem wunderbaren Gegendarspieler Max Zorin, gespielt von Christopher Walken. Ja, und auch einem Bond-Bösewicht gespielt von Grace Jones. Grace Jones als Mayday. Ja, ne? Also ja. Eiskalte Killerin. Eiskalt, ja. Mit einem tollkühnen Fallschirmsprung vom Pariser Eiffelturm. Und dann unheimlich spektakuläre Aufnahmen mit einem Taxi, das quer durch Paris fährt. Stimmt. Und da wirklich alles zu Bruch geht. Ne? Also, also absolut ein großartiger Bond-Film einfach auch. Ne? Ja, die Geschichte ist hier, dass Max Zorin, gespielt von Christopher Walken, eine riesige Explosion Nähe des St. Andreas-Grabens auslösen will, um damit das Silikonwerk Silicon Valley zu überschwemmen und damit sozusagen die Preise für seine Silikon-Chips in die Höhe zu treiben. Mhm. Also im Grunde ähnlich, wie es Gerd Fröbe in Goldfinger geplant hat, nur diesmal mit Chips statt mit Gold. Ja, ja, das misslingt natürlich, ne? Denn ihm steht natürlich James Bond wieder mal im Weg. Ja, du hast recht. Also Roger Moore wirkt schon wirklich ein bisschen alt mittlerweile in dem Film. Aber es ist wirklich ein toller Film. Grace Jones ist großartig. Und also ein großartiger letzter Bond-Film mit Roger Moore. Also das war ein toller Abgang. Ein toller Abschluss, genau. Wer hier auch mitspielt, ist Patrick McNee. Auch natürlich legendär schon zu der Zeit gewesen als John Steed in Schirm, Scham und Melone. Ne? Und der spielt hier also auch mit. Ja, Bond-Girl ist hier Tanya Roberts. Auch bekannt geworden durch China, Königin des Urwalds. Ne? Genau, genau. Und ein sehr hübsches Bond-Girl, was daher dann aber ganz schön, wo dann der Lack ab war. Ne? Also wenn man ja, die ist Rolle hier in so einem Making-of zu sehen. Hast du das Gefühl, die ist besoffen. Ja, oder so. die schwer Alkoholikerin geworden. Oder? Ja, ja. Na, mittlerweile ist sie wieder in irgendeiner Comedy-Serie dabei. Also da sah sie schon wieder besser aus, jetzt habe ich mal gesehen. Aber sie hat wohl zwischendurch mal so ein Tief gehabt. Tief gehabt, und da nun gerade musste sie nun gerade ein Interview für das Making-of geben. Ne? Ja, ja. Naja, wie das immer so ist. Genau. Ne? Ja, der Abschied von Roger Moore, der Abschied auch von Lois Maxwell als Miss Moneypenny. Moneypenny, richtig. Die bis dahin in jedem Bond-Film dabei war. Und ja, die Bond-Produzenten gesagt haben, naja, jetzt kommt ein neuer James Bond, jetzt müssen wir auch mal eine jüngere Moneypenny langsam. Ja, ja. Weil die war ja auch schon um die 60. Ja, natürlich, klar. Da fehlt natürlich noch das Erotische dabei. Genau. Der Einzige, der nach wie vor natürlich immer noch dabei war, war Desmond Llewellyn, Q. Genau, blieb dabei. So, das ist nämlich der erste Auftritt. Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, M wurde mittlerweile auch von einem neuen dargestellt. Ja. Denn Bernard Lee ist leider, Brown. Ist leider nach Moonraker gestorben. Ja. Und Robert Brown hat dann M in tödlicher Mission übernommen. Robert Brown war schon mal aufgetreten in Der Spion, der mich liebte, als Admiral. Mhm. Und es ist bis heute strittig unter Fans. Ist er nun der Admiral von damals, der jetzt zum M befördert wurde? Ist, ja. Oder ist es einfach derselbe Schauspieler, der M spielt? Ne? Da streiten sich die Fans ein bisschen drüber. Naja, also wie gesagt, er spielt M das erste Mal in Tödliche Mission halt. Ne? Ja. Und spielt ihn dann auch in Octopussy im Angesicht des Todes. Und auch hier in Der Hauch des Todes, von 1987 mit einem ganz neuen James-Bond-Darsteller, Timothy Dalton. Genau. Ein eher auf dem Theatergebiet arbeitender Schauspieler gewesen, Shakespeare-Rollen gespielt, alles viele Theaterpreise bekommen. Also von den schauspielerischen Qualitäten muss man sagen, der Bond-Darsteller mit den meisten Referenzen, kann man sagen. Ja. Ne?
Ja, Der Hauch des Todes, ein sehr schöner Bond-Film, muss man sagen. Mein persönlicher Lieblings-James-Bond-Film von der ganzen Filmserie. Das also, ist schon was heißen. Das ist, den habe ich auch, glaube ich, am häufigsten gesehen. Ja. Ich habe den damals im Kino gesehen, war sowas von begeistert und war, glaube ich, auch 6-7 Mal drin, also völlig, völlig Bond gestört. Genau. Ja, das Besondere an Timothy Dalton ist, er hat einen harten Bond gespielt. Also Roger Moore hat seine Rolle auf jeden Fall als Bond toll gemacht, aber er war mir immer etwas zu lustig. Ich habe ihm den Killer nicht so ganz abgenommen. Nein, man darf nicht vergessen, James Bond ist ein Killer, der für den britischen Geheimdienst, im Auftrag des britischen Geheimdienstes tötet. Und das habe ich Roger Moore ihm nie so richtig abgenommen. Ne? Also Timothy Dalton war halt ein ganz neuer Bond, natürlich auch wesentlich jünger als Roger Moore. Mhm. Und hat ihn fantastisch verkörpert, finde ich. Also britischer Humor, britischer Charme, ja. Gutes Aussehen und aber auch knallhart. Ne? Genau. Ja, die Miss Moneypenny ist ein bisschen blass, ne? Die ja. In seinen beiden Filmen ist sie nur als Moneypenny dabei. Mhm, den wurde sie schon wieder ausgewechselt. Ja, wie kann man die Geschichte zusammenfassen? Die Geschichte, ja. Es geht um ein russischer General wird verdächtig, Spione auf der ganzen Welt zu töten, mit Smirtspione. Ja. Und James Bond ist natürlich dann beauftragt, diesen General zur Strecke zu bringen. Ja, ja, genau. Der hat aber im Grunde genommen eigentlich gar nichts damit zu tun, weil da spinnen ganz andere die Fäden. Richtig, ne? Stimmt, ja, genau. Ja, ist ein sehr schöner Bond-Film, sehr edel und sehr, sehr schön, ja, gefällt mir auch sehr gut. Gehört auch zu meinen Favoriten. Mhm. Ja, der zweite Auftritt von Timothy Dalton, das ist ja ein ganz anderer Bond-Film. Und da sieht man eben auch seine schauspielerischen Qualitäten letztendlich, weil den Film hätte, glaube ich, Roger Moore nicht drehen können. Nee. Das wäre Roger Moore nicht gekonnt, weil hier sind 007 auf Rache. Der Film sollte eigentlich ursprünglich License Revoked heißen, also Lizenz entzogen. Daran merkt man schon, er kriegt diesmal eine Menge Ärger. Denn sein alter Kumpel Felix Leiter, der in mehreren James-Bond-Filmen immer, das ist einer vom amerikanischen Geheimdienst. Das ist das erste Mal von Dr. No, hat er ihn kennengelernt. Genau. Mhm. Der also hier heiratet und kaum, dass die Hochzeitsfeier vorbei ist, wird seine Frau ermordet und er selbst wird schwer verletzt. Und James Bond, der zu einem anderen Auftrag ans andere Ende der Welt eigentlich reisen soll, will aber nicht abreisen, bevor er den Mörder nicht zur Strecke gebracht hat. Ja, und man sollte vielleicht noch erwähnen, warum Felix leider verletzt wird. Er bringt einen Drogenbaron zur Strecke, einen Franz Sanchez. Ja. Und der sind dann auf Rache, als er entflieht. Richtig, ja, genau, stimmt. Und deswegen überhaupt greift er sich Felix Leiter und tötet seine Frau. Um Rache zu nehmen, genau. Mhm. Ja, und dann sind 007 auf Rache und ist dann auf den Spuren von Franz Sanchez, um den zur Strecke zu bringen. Ja, also er wird richtig suspendiert. Ihm wird die Lizenz zum Töten entzogen, genau. Er muss seine Waffe abgeben. Er hat einen Auftrag in Istanbul, den er nicht annimmt. Ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ja, das ist der härteste Bond-Film von allen. Er ist sehr rücksichtslos und es geht richtig zur Sache in dem Film. Es sind auch sehr harte Szenen drin. Also es, zum Beispiel zerplatzt einem der Kopf in einer Luftkammer. Genau. Und dann ein anderer Bond-Bösewicht wird dann zerstückelt von so einer Zerkleinerungsmaschine und so. Also sind schon sehr, sehr harte Todesszenen drin. Ja, ja. Ich finde eher Robert Davi als Sanchez großartig, der Bösewicht. Der ist eine richtige Sau. Also, großartig gespielt. Dem nimmst du auch ab, dass er persönlich Leute umbringt und erwürgt und keine Ahnung. Das ist ein richtiger Killer-Typ. Das ist richtig. Ja, genau. Also der ist richtig super auch als Bösewicht. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass es früher eine gekürztere Version gab. Genau, hier ist es erstmals ungeschnitten. Ungeschnitten, genau. Und auf Blu-ray ist auch natürlich die ungeschnittene jetzt in der Blu-ray-Box erschienen. Vorher gab es den. Nee, da gibt es noch eine. Quatsch, stimmt gar nicht. Es gibt noch eine Blu-ray. Ha! Glatt vergessen, hier ist sie ja. So, genau. Da haben wir die Blu-ray, genau. Genau, die gibt es nämlich auch schon. Ja, also ich finde ihn toll, mir gefällt er sehr gut. Er kam ja bei vielen nicht gut an. Also so vom rein.
Vom Finanziell war er eher ein Misserfolg. Ja, stimmt. Ne? War nicht so erfolgreich. Das kann ich jetzt, würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil ich finde ihn auch großartig, den Film. Ne? Ja. Es ist halt mal ein anderer Bond halt. Ne? Bond geht auf Rachefeldzug. Ne? Mhm. Das ist, er hat halt mal diesmal keinen Auftrag und so. Ne? Nun hatte halt auch Timothy Dalton das Problem, dass er auch nicht so gut ankam bei Fans. Also wir beide finden ihn super, aber bei Frauen zum Beispiel kam er nicht so an. Er ist nicht so der Frauentyp jetzt. Nee. Und das hat auch vielleicht zu Misserfolg. Benicio del Toro spielt hier auch eine, da war ja noch vollkommen unbekannt. Ja, stimmt. Einen von Franz Sanchez Bond. Das ist der am Bösewicht. Ende im Hexler landet. Genau, richtig. Ne? Das ist auch eine heftige Szene. Dann gab es lange, lange Zeit gar nichts. 6 Jahre. Ne? 6 Jahre gab es Bond-Entzug. Ne? Genau. Für uns sehr, sehr hart. Ne? Mein Gott. Ja. Timothy Dalton war weiter im Gespräch für einen dritten Bond-Film noch. Mhm. Aber irgendwie hat das irgendwie alles nicht hingehauen von den Produzenten. Dann gab es finanzielle Probleme mit MGM und so weiter und so fort. Also ein Tour war bro. Ne? Ja, dann kam 1995 dann GoldenEye mit Pierce Brosnan raus. Genau, der erste Bond-Film mit Pierce Brosnan. Mhm. GoldenEye, muss man erklären, hat auch eine Geschichte, der Titel. Das ist nämlich das Ferienhaus, in dem Ian Fleming seine Bond-Romane geschrieben hat. Ne? Also immer wieder kommen auch so mal Sachen vor, die so aus der Bond-Geschichte irgendwie eine Rolle gespielt haben. Richtig. Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass in diesen 6 Jahren Pause auch die Welt sich wahnsinnig verändert hatte, denn der ganze Kalte Krieg war ja mittlerweile vorbei. Die Sowjetunion ist zerfallen, mittlerweile in ganz viele einzelne Staaten und so. Und darauf musste natürlich dann auch James Bond reagieren. Und es gibt in GoldenEye diesen wunderbaren, diese Titelsequenz dann, wo dann irgendwie Lenin umfällt und so. Ja, wo so richtig so erzählt wird, dass es jetzt, also das ist vorbei jetzt. Man muss dazu sagen, dass der Film beginnt mit einer Szene und danach geht es dann 9 Jahre später weiter. Also der Film beginnt im Kalten Krieg und danach ist der Kalte Krieg vorbei. Und ja, das war also der erste Film mit Pierce Brosnan. Der sollte ja eigentlich schon in der Hoch des Todes James Bond spielen. Ja. Konnte er damals aber nicht, weil er da in der Serie Remington Steel an die Filmserie gebunden war. Mhm. Also ihm wurde das sozusagen gestrichen, 007 darzustellen in der Hoch des Todes. Deswegen hat Timothy Dalton damals die Rolle bekommen. Achso, dann gab es natürlich in Lizenz zum Töten, aber auch eben vergessen zu sagen, diesen wunderbaren Song Gladys Knight, License to Kill. Toller sehr, Song. Sehr schöner Song. Mhm. Ja, und GoldenEye, dann eben gesungen von Tina Turner. Also der Bond-Song schlechthin. Also kann man den, fast so sagen. Wie ich den das erste Mal hörte, dachte ich, boah, das, das ist es. So muss ein Bond-Song sein. Wahnsinn. Genau, also unglaublich. Ja, ja die Filmmusik von Eric Sarah, da konnte ich mich jetzt nicht so mit anfreunden. Nee, stimmt. Also gefällt mir so auch nicht viele so. Düstere Klänge. Ja. So und so. Ja, es hat halt viel so ein bisschen so einen russischen Einschlag mit drin, kann man sagen. Ja, ne? Dieses, aber viel Düsteres, also gefiel mir nicht besonders die Musik. Ne? Stimmt. Mhm. Als ein Bösewicht ist hier auch ein deutscher Schauspieler dabei, nämlich Gottfried John, der ja auch aus Fassbinder-Filmen und so bekannt ist, der hier einen russischen General spielt, Oromov, der also auch ein doppeltes Spiel spielt, kann man sagen, mit der russischen Führung. Mhm. Und als Bösewicht kann man eigentlich auch erzählen. Ich meine, eigentlich ist es ein Spoiler, aber das ist allgemein bekannt. Das ist John Bean, der am Anfang noch Bonds Partner ist, 006. Mhm. Und James Bond glaubt, er sei längst tot. Er sei bei dem Einsatz damals von Oromov erschossen worden, also von Gottfried John. Ist aber nicht so. Er hat nämlich das Ganze inszeniert und hat die Seiten gewechselt, genau. Ja. Und hat einen solchen Hass auch jetzt auf den britischen Geheimdienst im Nachhinein, dass er mit diesem GoldenEye-System auch London außer Gefecht setzen will. Ne? Genau. Ja, noch zu erwähnen wäre vielleicht noch Famke Janssen als sehr, sehr geiles Bond-Girl-Bösewicht. Ne? Die ihre Liebhaber auch schon mal mit den Beinen zerquetscht. Ne? Mit ihren Oberschenkeln, ne? Drückt sie an die Luft ab. Ne? Sehr spektakulär, sehr cool. Ne? Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ja, GoldenEye auf jeden Fall, ein sehr schöner Bond-Film. Ja, auf jeden Fall. Sehr gelungen. Sehr gelungen. Nach 6 Jahren Pause. Ja. Ein sehr guter. Dann gab es 2 Jahre später Der Monk stirbt nie. Ja. 1997. Genau. Ja, das Besondere für uns natürlich jetzt als Bond-Fans ist, dass der Film teilweise in Hamburg spielt, in unserer Heimatstadt. Mhm. Das ist natürlich schon. Ansonsten muss ich sagen, ist es eigentlich Brosnans schlechtester, finde ich. Das ist also ein bisschen schwach. Die Geschichte ist ja eigentlich, gerade für mich so als Fernsehkritiker, eine interessante, weil hier ist der Bösewicht ein Medienmogul.
der sozusagen selber Katastrophen inszeniert, um dann auflagenträchtig darüber zu berichten, kann man sagen. Ist eigentlich, aber es ist irgendwie halbherzig umgesetzt. Für dich ist es aber ein unvergessener Film. Kann man mich sagen. Ist es ein unvergessener Film, weil ich die eine Million, die wirklich die eine Million prozentige Chance bekommen hatte, in einem Bond-Film mal mitzumachen. Ja. Natürlich nur als Statist, aber mein Gott, ne, was für eine Chance. Ne? Dass durch einen unglaublichen Zufall überhaupt zustande kam. Ich war damals war beim Sicherheitsdienst beschäftigt. Ja, und war dann auch zufällig da in dieser Straße, in der berühmten Mönckebergstraße in Hamburg, wo diese Szene halt gedreht wurde. Die Szene ist so, der BMW, den James Bond als Dienstfahrzeug hat, stürzt von einem Parkhaus runter und knallt in einen Avis-Schalter. Und wir waren die Zuschauer, die dann weglaufen mussten, damit der BMW uns nicht auf den Dez knallt. Sozusagen. Also in Panik geraten. In Panik wegrennen, ne, ja. Und so. Ja, und durch einen ganz komischen Zufall, ich war da zufällig da, hatten die mich da mit reingenommen als Statist. Und ich flitzte dann weg von dem Fahrzeug und hatte sogar nachher eine Szene, wo ich direkt neben Pierce Brosnan stand, der dann als Bond die Schlüssel in dem Avis-Schalter abgibt. Leider ist diese Szene nachher in dem Film nicht aufgetaucht, aber bei den Bond-Extras sind sie mit dabei. Halt. Als geschnittene Szene kann man sich das angucken. Als geschnittene Szene. Auf der DVD und auf der Blu-ray auch. Genau. Ja, das Witzige ist ja, du wärst wahrscheinlich ja bereit gewesen, 500 Mark zu bezahlen, dass du damit machen darfst. Deswegen hast du noch Geld bekommen. Ich habe 500 Mark bekommen, dass ich da mitmachen durfte. Ne? Also ein größeres Schweineglück gibt es gar nicht mehr. Also, das ist schon unverschämt eigentlich. Ne? Als riesengroßer Bond-Fan da mitmachen zu dürfen, das war ein unvergessliches. Und dann auch noch diesen Zufall, auch, dass du nun gerade da Sicherheitsdienst hattest, an dem Tag, wo denn da die Dreharbeiten waren. Richtig. Das ist wirklich schon, da hat der liebe Gott es gut mit dir gemacht. Ja, da hat er mal wirklich einen guten Tag gehabt. Der wollte dir eine Freude machen. Fein. Und Autogramm von Pierce Brosnan bekommen und so. Also alles, was man sich als Bond-Fan nur wünschen kann und so. Also, das ist Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Ja, ach, alles zusammen. Alles zusammen. Ja, alle Geburtstage, die man hat, genau. Ja. So. Ja, dann kam 1999 Die Welt ist nicht genug raus. Ja, das ist ein sehr schöner Bond-Film, wie ich finde. Der ist, ich würde sogar fast sagen, der beste. Der beste von den Pierce Brosnan. Ja, stimmt, muss ich auch sagen. Ja. Spektakulär schon mal beginnend, denn man mag es ja kaum glauben, aber es gab zum ersten Mal hier mal eine Action-Szene in London. Das hat ja wohl in keinem Bond-Film vorgegeben. Der bietet sich ja eigentlich an. Ne? Eine spektakuläre Bootrennfahrt. Auf der Themse, aber sehr rasant und sehr geil inszeniert, muss man sagen. Und mit Sophie Marceau, natürlich französisch. Als großartiges Bond-Girl, also für mich das beste Bond-Girl überhaupt der Serie. Sie ist halt nicht nur Bond-Girl, sie spielt ja auch ein doppeltes Spiel. Ja, richtig, sagen, ne? Genau. Mhm. Und toll. Aber auf ihre Art und Weise halt, ne? Sie hat ja eine Art, das ist einfach toll. Also die Frau ist der Hammer. Also für mich eigentlich mein Lieblings-Bond-Girl, ne? Also von der ganzen Serie. Leider die letzte Rolle für Desmond Llewellyn. Das stimmt. Q. Ja. Der wurde dann abgelöst von John Cleese. Der ja auch schon Pines. Bereits einen Auftritt hat in dem Film. Mhm. Also der Übergang, der hat noch stattgefunden. Ja. Mhm. Desmond Llewellyn hat einen tödlichen Autounfall gehabt, tragischerweise. Man dachte ja, nach dem Bond-Film. Ja, der stirbt dann an Altersschwäche. Ne? Er hat auch noch einen Autounfall gehabt, der arme Kerl. Das war also der letzte Auftritt von Desmond Llewellyn. Ich glaube, 17 Filme hat er gemacht. Ja. Ne? Wahnsinn, ja. Toll. Aber wobei alle seine Szenen nacheinander geguckt, nur eine halbe Stunde ungefähr ergeben. Hat immer nur Kurzauftritte. Eine Szene pro Film, aber er ist halt Kult. Ne? Sophie Marceau spielt eine reiche Erbin von einem Ölmagnaten, der wird relativ zu Beginn des Films umgebracht. Und aber sie spielt halt so ein doppeltes Spiel. Man kann nicht so viel verraten. Nee, darf man nicht. Hier. Renard sollte man noch erwähnen, gespielt von Robert Carlyle. Genau, und als deutschen Bösewicht, aber er hat nur gesagt, sehr kurze Rolle, und Bösewicht ist es gar nicht richtig eigentlich. Claude Oliver Rudolph. Rudolph, ja. Der aber eine enttäuschende kleine da hätte ich mir auch eine richtig schöne Drecksrolle vorgestellt für den. Vor allem, wie er denn immer so ist, hat er dann wochenlang immer in Interviews schon erzählt, wir haben jetzt da noch eine Szene in den Anden gedreht oder irgendwo im Gebirge und da haben wir nochmal gedreht in dem Land. Mhm. Und er hat dann nachher eine Szene. Also der kommt vielleicht im Film dann 3 Minuten drin vor. Also es maximal, ist wirklich enttäuschend. Ne? Ja, dann kam... Sehr schöner Film. Ja, also absolut empfehlenswert. 2002 kam dann der letzte Film mit Pierce Brosnan raus.
Stirb an einem anderen Tag. Die Another Day. Das war das 40. Jubiläum von James Bond. Also vor jetzt 10 Jahre her. Hier der Titelsong von Madonna, den ich recht enttäuschend fand. Also ich hatte mir viel, viel mehr erwartet. Ich dachte, Madonna soll den Song singen. Dachte ich, ist toll. Als Disco-Nummer nicht schlecht, aber es hat überhaupt nichts Bond-mäßiges. Also kein typischer Bond-Song. War ich enttäuscht von, schade. Ne? Ja. Ja, hier etwas ungewöhnlich. James Bond wird zu Beginn eingekerkert und ist dann 14 Monate in nordkoreanischer Haft und wird dann wieder entlassen mit einem langen Rauschebart und langen Haaren. Ja, wurde auch gefoltert. Ne? Das hat es in Bond-Filmen ja auch bisher nur selten gegeben. Mit so giftigen Skorpionen und sowas. Ja, genau. Mit Eiswasser getaucht und so. Ja, und solche Sachen. Zusammengeschlagen. Genau, aber er hat schön die Schnauze gehalten. Aber hinterher behauptet dann doch seine Chefin M, dass er doch gequatscht hat, weil irgendwie Informationen rauskamen und er sagt, nein, nein, ich war das auf keinen Fall. Also muss dann auch irgendwie jemand anders gewesen sein, der an seiner Stelle irgendwas erzählt hat. Und das gibt also irgendwo einen Maulwurf offenbar beim britischen Geheimdienst. Ja, Judi Dench als M sollten wir auch noch übrigens erwähnen. Ja, natürlich. Die in seit GoldenEye seine Chefin spielte. Also mit Pierce Brosnan kam auch hier ein neuer Chef oder erstmals eine Chefin. Man hat eine Frau genommen, weil auch im tatsächlichen, echten Leben der britische Geheimdienst damals eine Frau als Chefin hatte. Und deswegen hat man das auch in den Bond-Filmen. Und auch ein neues Bond, Moneypenny gab es in GoldenEye, gespielt von Samantha Bond. Die heißt auch wirklich Bond. Die heißt Bond. Samantha Bond witzig. Heißt die. Genau. Das sollte man auch noch erwähnen. Die in allen Pierce Brosnan-Filmen Miss Moneypenny spielte. Genau, ja. Ja. Ja, das ist also Pierce Brosnans Abschied. Erwähnt wird es noch Halle Berry als Bond-Girl. Ja, ja, stimmt. Ne? Die gleiche Szene hatte wie Ursula Andress in Dr. No. Genau, richtig. Also auch mit Bikini aus dem Wasser kam. Als kleine Referenz an diese berühmte Szene kommt sie auch nochmal aus dem Wasser. Ein sehr überfrachteter Bond-Film mit Special Effects. Also der wirkliche Tiefpunkt, finde ich, ist so eine Szene, wo er da auf Eis quasi, als wenn er Wasserski fährt. Das ist so billig gemacht. Das finde ich gar nicht mal. Für mich der absolute Tiefpunkt in dem Film, James Bond hat ein Auto, was sich unsichtbar macht. Das hat Bond überhaupt nicht nötig. Das ist Science-Fiction-Scheiße. Ist auch übertrieben. Völlig blöd. Unsichtbares Auto. Also, es wird zwar erklärt, wie das funktioniert. Ja, es soll irgendwie mit kleinen Kameras und dann soll das dargestellt werden. Also völlig an den Haaren herbeigezogen. Ne? Das hat Bond auch gar nicht nötig. Mein Gott, der ist schon mit einer Ente, hat der Verfolgungsjagd gemacht. Der braucht doch kein Auto, was unsichtbar ist. Ne? Ne? Das hätte doch vollkommen genügt, wenn er Raketen da drin hat und Abschussvorrichtungen und so. Ja, warum muss dieses Auto unsichtbar sein? Also das ging mir schon zu sehr wieder in den Science-Fiction-Bereich, hat mich auch massiv gestört. Obwohl das ja so ein tolles Auto ist, ne? Aber unsichtbar. Also Leute. Ja, also Highlight des Films ist eigentlich eine sehr schön inszenierte Fechtszene mit dem Bösewicht. Richtig, genau. Die haben sie auch wochenlang gedreht irgendwie. Aber also die war sehr schön choreografiert. Das ist auch wieder so richtig so handwerklich. Ja, ne? Richtig. Ne? Nicht so aus dem Computer, sondern da haben sie wochenlang für geübt und gedreht. Und das war richtig, also sehr gut choreografiert, die Szene. Ja. Ja, Pierce Brosnans Abschied als James Bond. War etwas unglücklich für ihn, der Abschied. Er hätte gerne noch einen fünften gemacht. Er hat sich auch bei den Dreharbeiten ziemlich stark verletzt. Und zwar an der Anfangsszene mit den Hovercraft-Dingern. Okay. Musste dadurch ein paar Wochen ausfallen und so. War am Bein ziemlich schwer verletzt und so. Hatte vielleicht auch nicht mehr so die richtige Lust dann auf Bond. Also war ja auch sehr anstrengend. Er sagt es ja auch immer. Gab keinen Bond-Film, wo er danach nicht unzählige blaue Flecke und Blutergüsse hatte und sowas alles. Ne? Ja, so ist das eben. Ne? Ja, dann vergingen weitere 4 Jahre, bis die Fans endlich wieder einen neuen James-Bond-Film bekamen und auch einen neuen James Bond, nämlich Daniel Craig. Daniel Craig als James Bond. Casino Royale. Ja, wie wir ja schon erwähnt haben, Casino Royale ist der allererste James-Bond-Roman von Ian Fleming. Und an dem haben die Produzenten über Jahrzehnte die Rechte nicht besessen. Da sind sie natürlich längst verfilmt. Dann haben sie die Rechte doch noch erworben, nach langer Zeit. Und deswegen war es auch natürlich Pflicht, auch endlich daraus einen Film zu machen. Es gibt von Casino Royale bereits vorher mehrere Verfilmungen. Es gab, also der allererste James-Bond-Bösewicht war ja eigentlich Peter Lorre, 1950er Jahren in einer Fernsehversion. In Schwarz-Weiß noch. In Schwarz-Weiß. Und dann gab es 1967 eine Bond-Parodie, Casino Royale, die extrem albern ist. Völlig bescheuert. Völlig bescheuerter Film. Und endlich nun hat man auch diesen Roman so verfilmen können, wie es ein Bond-Fan auch erwartet. Sozusagen. Sehr spektakulär, also tolle Aufnahmen.
Ja. Großartige Verfolgungsjagden. Ein sehr tolles Bond-Girl, gespielt von Eva Green. Eva Green, genau. Toll, also ganz großartig. Aber er als Bond hat es am Anfang ja nun wirklich nicht leicht gehabt. Ne? Also er wurde ja zerrissen, noch und nöcher, ja. Als er als Bond vorgestellt worden ist. Und die Fans und viele der Fans und viele sagten, das ist überhaupt kein Bond-Typ. Ja, er wurde halt bei der Präsentation spektakulär, wurde er quasi mit so einem Schiff rübergebracht über die Themse. Mhm. Und da haben sie ihm eine Schwimmweste angelegt. Und da haben die Bond-Fans schon mal gesagt, was ist denn das für ein Bond, ja, der schon bei einem einfachen Überfahren mit dem Schiff auf der Themse schon eine Schwimmweste tragen, richtig, muss. Ne? Also ob er Angst hätte, zu ertrinken, ne? Genau. Aber man muss sagen, er verausgabt sich unglaublich, ja, als James Bond. Das muss man wirklich anerkennen von Daniel Craig. Er mag kein hübsches Gesicht haben und so, da kann man drüber streiten. Aber was der leistet als Bond, ist schon wirklich unglaublich. Also das ist schon körperlich echt oberste Kante. Ja, das muss man ihm lassen. Ja, das muss man ihm lassen. Ja, also er hat nicht den Bond-Charme, den ich so bei den anderen Darstellern hatte, Brosnan oder Timothy Dalton oder Connery. Ja. Aber er spielt ihn knallhart. Ne? Also es ist schon ein großartiger Bond-Darsteller. Da gibt's nichts dran zu meckern. Ne? Genau, der Bond-Bösewicht ist in diesem Fall ein dänischer Schauspieler, Mads Mikkelsen. Der spielt den Bösewicht Le Chiffre. Der hat einen ganz kühnen Plan. Er verkauft nämlich rechtzeitig Aktienpapiere von so einer Fluggesellschaft und will dann den neuen Superflieger dieser Fluggesellschaft zerstören, damit deren Aktien in den Keller gehen. Das wird aber von James Bond verhindert. Und um sein Geld jetzt wiederzubekommen, veranstaltet er ein Pokerturnier in Montenegro, im Casino Royale eben. Und Bond wird auf ihn angesetzt, weil er ist beim britischen Geheimdienst der beste Pokerspieler. Ja. Und deswegen soll er auch verhindern, dass Le Chiffre dieses Pokerturnier gewinnt. Also insofern eine interessante Geschichte, weil wesentliche Teile dieses Filmes einfach das Pokerspiel ist. Ne? Richtig. Das ist halt sehr ungewöhnlich eigentlich. Man sollte noch kurz erwähnen, James Bond hat ja sozusagen seinen ersten großen Auftrag. Also er wird hier so sozusagen als Neuling, richtig, ja, eingesetzt. Es gibt, ne, zu Beginn eine Szene, wo er noch nicht mal seine Lizenz zum Töten, richtig, bekommen hat. Die kriegt er dann erst. Genau, richtig, ja. Das ist vielleicht etwas verwirrend, ne, weil es ja schon Dutzende James-Bond-Filme vorher gegeben hat. Ja, und weil eben Judi Dench als M ja auch schon vorher dabei war. Und plötzlich ist er für sie neu. Aber gut, es ist, das darf man vielleicht drüber nachdenken. Das ist, das ist halt so. Ja, hier wird Bond auch nochmal auf eine heftige Weise gefoltert. Ja, auf jeden Fall. Die gibt's, ne? Ja, die ist auch im Roman drin, die Szene. Ja. Und die haben sie also in diesem Film auch übernommen. Wo also ihm der Le Chiffre mit so einem Teppichklopfer quasi die Eier massiert. Und zwar auf eine richtig heftige Weise. Und das spielt auch Daniel Craig sehr heftig. Absolut. Also er ist da am Schreien und am Jammern. Aber er sagt trotzdem nichts. Ne? Weil er will von ihm ja so ein Passwort haben und das sagt er trotzdem nicht. Richtig. Auch sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Szene finde ich auch, wo sein Drink vergiftet wird. Ja, stimmt. Was genau dann passiert, sagen wir natürlich nicht. Ja, aber auch eine unheimlich spannende Szene. Halt, ja, ne? Da. Wo du denkst, oh Gott, jetzt ist er vergiftet worden, was macht er jetzt? Ja. Nee, also ein toller Bond-Film, da gibt es nichts. Ne? Wie gesagt, an den Darsteller musste ich mich gewöhnen, muss ich mich immer noch ein kleines bisschen gewöhnen, aber mittlerweile geht's. Ja, das ist auch der einzige Bond-Film, der auch noch eine direkte Fortsetzung dann bekommen hat. Wir können noch mal kurz sagen, dieses hier, die Blu-ray Casino Royale, diese Blu-ray hat mehr Extras als die Blu-ray, die Sie jetzt in der Box. Blu-ray-Box finden. Wenn Sie also an Extras interessiert sind, sollten Sie sich diese Edition hier besorgen. Die ist aber schon schwerer zu bekommen. Bei Amazon gibt es sie nur noch über Marketplace. Also im Verkauf ist sie nicht mehr. Und das war die DVD-Ausgabe davon. Also es gibt von Casino Royale zwei verschiedene Versionen. Dies ist die Special Edition oder Deluxe Edition mit mehr Extras. Ne? Ja. Dann kam 2008 ein Quantum Trost raus. Quantum Trost, genau. Also ich meine, man will nicht sagen, dass der nicht spannend wäre oder so. Und diese Geschichte wird halt noch weiter erzählt von Casino Royale, weil dieses Bond-Girl, Vesper Lind, in den er sich ein bisschen verliebt hat oder sehr verliebt hat in Casino Royale, die stirbt ja und er ist jetzt noch so ein bisschen auf Rachefeldzug und will das Ganze noch weiter aufklären über die Hintermänner und so weiter. Es wird auch zum ersten Mal eine Organisation, die heißt Quantum, die wird so eine Art neues Phantom eigentlich. Aber der Film ist handwerklich so komisch gemacht. Also es gibt ja diesen Trend,
das war auch so diese Bourne-Trilogie mit Matt Damon, in so unglaublich schnellen, wackeligen Schnitten das zu machen. Also die Kamera sehr wackelig. Ja. Und unheimlich schnell, also wirklich 0,5 Sekunden, weil teilweise wirklich die Bilder nur so eingeblendet und so, also gerade so bei Verfolgungsjagd. Ja, also vielleicht bin ich schon zu alt, aber ich konnte den Action-Szenen teilweise nicht richtig folgen. Ja. Ich weiß gar nicht, was richtig passiert. Das geht irgendwie drunter und drüber und man sieht nur irgendwie eine wackeligen Kram. Ich finde, es hat auch der ganze Film hat auch mit Bond unheimlich wenig nur noch zu tun. Das ist für mich wie so ein Stirb-Langsam-Film. Ne? Also ja, nur noch Geballer und Geschieße und Gekämpfe. Der britische Humor ist vollkommen flöten gegangen. Da ist keine Spur von Humor drin. Das stimmt. Da fehlen mir also so viele Bond-Elemente. Das ist nur noch ein knallharter Actionfilm geworden halt. Ne? Also und da hoffen wir wirklich darauf, dass man damit bei Skyfall wieder so ein bisschen auf die Schiene zurückkommt. Ne? Weil also Quantum Trost war so rein vom Bond-Film her eine große Enttäuschung für mich. Ne? Ja, das stimmt. Obwohl der Film selber natürlich toll ist. Es ist ein toller Actionfilm. Ja. Aber ein Actionfilm, mehr ist es nicht. Es ist kein Bond-Film. Richtig, ne? Das ist der Unterschied. Genau. Mhm. Ja. Es gibt hier auch noch eine kleine Anspielung an Goldfinger. Nämlich ist in diesem Fall ein totes Mädchen mit Öl übergossen. Mit Öl ertränkt worden. Ertränkt wurde. Mhm. Und Goldfinger ist es ja mit Gold gewesen. Ne? Das ist so eine kleine Anspielung an Vergangenheit. Hier fand ich auch die Musik ganz fürchterlich, ganz, ganz scheußlich. Ja. Die Titelmelodie für Alicia Keys, also so ein Rap-Song rausgemacht. Was soll das? Ja, genau. Also dachte, wie ich den Song damals hörte, um Gottes Willen. Da gab es ja auch schon eine Blu-ray, sehe ich hier gerade. Ja, die Blu-ray gibt es auch von Quantum Trost. Ja, ne? Ist natürlich auch in der Blu-ray-Box mit drin, logischerweise. Ja. Die Bond Girls, die hübsche Frau, das kann man nicht anders sagen. Auch, ne? Das kann man nicht anders sagen, das stimmt. Ja. Ne? Wie gesagt, ich fand Eva Green als richtigen Knaller. Ja. Aber auch hier kommt mir auch die Liebesszene unheimlich kurz vor und so. Er hat ja eigentlich nur was mit der Rothaarigen da am Anfang, da in der Mitte im Hotel. Ja. Und also auch so die Liebesszene und so, das fällt alles weg. Das ist wirklich nur noch ein Action-Knaller. Ne, das ist mit Bond was so Casino Royale so wirklich so unheimlich herzlich zwischen ihm und der Vespa war. Mhm. Das fehlt ja alles total, finde ich. Naja, man wollte vielleicht sagen, er ist noch immer so verliebt in sie, dass er nicht schon wieder mit anderen Frauen ins Bett fühlt. Wie soll man das anders denn erklären? Ja. Ne? Ja. Mein Gott, sonst macht er doch fürchterlich in der Gegend rum immer. Ne? Ja, genau. Ja. Das war sie also. Noch einmal gezeigt hier, wenn Sie also sich alle Filme auf Blu-ray besorgen möchten. Mhm. Jetzt diese Edition hier ganz neu erschienen. Mhm. Wir haben bei YouTube diese Edition da besprochen, wie Sie es vielleicht gesehen haben. Und also, dann freuen wir uns auf Skyfall. Skyfall, ja. Nächsten Mittwoch, 31. Oktober gehen wir. Genau, zur Preview. Wir freuen uns schon wahnsinnig. Ne? Genau. Können es kaum noch abwarten. Den Bond-Song finden wir auch schon ganz toll. Adele hat den gesungen. Tolles Lied. Ja, uns sehr gut gefallen. Ne? Und die Auftritte, die ich gesehen habe, gefallen mir auch schon ganz gut. Ja, super. Javier Bardem als Bösewicht, der ja auch bekannt ist aus No Country for Old Men, wo er diesen Killer gespielt hat. Der hat auch einen Oscar für bekommen. Da waren wir beide schon begeistert von ihm als Killer. Und wie wir dann hörten, der macht dann als Bond-Bösewicht mit, dachte ich, ja. Perfekt, da haben sie genau die richtige Drecksau gefunden. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Wenn der Film dann irgendwann auf DVD und Blu-ray erscheint im nächsten Jahr, dann wird natürlich auch hier an dieser Stelle von uns ausführlich gesprochen. Ja. Das ist ja klar, ne? Ja, ich hoffe, wir konnten wieder ein bisschen Geschmack auf 007 machen, obwohl diese Filmlegende mein Gott, da braucht man eigentlich keine große Werbung dafür zu machen. You know my name, you know my number. Ne? Genau. Ja, also viel Spaß mal wieder mit James Bond, ob nun im Fernsehen oder auf DVD oder Blu-ray. Genau. Oder halt bald im Kino. Genau. Tschüss. Oh,